Ja, mein nächster Tipp ist, falls du mal Entscheidungsschwierigkeiten hast, soll ich jetzt nach rechts gehen, nach links, vorwärts, rückwärts oder soll ich das machen oder das oder ist das gut für mich oder schlecht, so lass doch einfach deinen Bauch entscheiden, dein Unterbewusstsein. Und zwar geht das ganz einfach, du stellst dich aufrecht hin. Füße schulterbreit auseinander und guckst, dass du genau in der Mitte bist, nicht nach hinten kippst und nicht nach vorne. So, genau ausgeglichen. So, und dann sagst du dir, ja, hier. Okay, bei ja gehe ich nach vorne. Gucken wir mal, was bei nein passiert. Wenn du die Augen zumachst, funktioniert es noch besser? Nein, 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 nein. Okay, nein ist bei mir zurück. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit dem Namen. Wenn ich zum Beispiel mir einen anderen Namen gebe, ich heiße jetzt einfach mal Egon. Egon. Ich bin Egon. Nee, nein, ein eindeutiges Nein. Bin nicht Egon. Probier's mal. Mein Name ist Otto. Otto. Okay, super. Probier einfach aus für dich, ob ein Ja für dich vielleicht nach hinten geht oder nach vorne oder. Du kommst da selber drauf, einfach mal ausprobieren. Und somit kannst du dir deine Entscheidungen ja, selber treffen oder besser gesagt treffen lassen. Dein Unterbewusstsein macht die Entscheidungen selber. Und bei mir waren es immer die richtigen. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen Entscheidungen.